Hallo, Hallo, Minecraft-Freunde! Freunde der Weiter geht's Blöcke. in Weiter Pistenhaus geht's in Survival. Pistenhaus Survival. Und warum rede ich? Warum? Ja, Rose, und Ping, ihr müsst auch wenn mit ihr reinreden. diese Folge seht, bin ich wahrscheinlich schon im Krankenhaus. Ne? Das heißt, ich kann jetzt keine Kommentare mehr von euch lesen Hui. und tut Aber mir ich leid. kann sie lesen. Ja, man kann sich lesen. Wenn er das dann tut, während ich im Krankenhaus bin, finde ich ja richtig geil. Okay. Ja, wenn mir es einfällt, mache ich's. Und dann beantworte ich auch welche. Aber Okay, ich sag ich hab. nicht, dass es richtig ist, was ich sage. Okay, hatte Da ich war nicht schon hier wieder. irgendwo Ah, apropos wollen. Genau. Ich habe mir Nee, hatte ich vorhin doch dahinter, oder? in Oder war ich mühsamer denn neues? Stundenarbeit mal ein paar wenige Resource Packs runtergeladen. Wenige Ja. Tücher Und ich manchmal. wollte mal gucken, Gucken ob wir in erstmal dahin. diesem der Mod, wo ich eben jetzt ein Bildschirm sehe, auch das Zeug da gemacht wird. Ich habe hier zum Beispiel welche, Nee. wo ich es gerne mal probieren würde. Das ist ein Was? Musik-Resource-Pack. Das wird aber Was? sehr viel Arbeit sein, wenn ich das einfüge, weil dann muss ich die Streifen, die unten und oben in meinen Videos sind, den Titel vom Lied einblenden. Dafür sind die Streifen auch gut. So, mal gucken. Also auf jeden Fall werde ich das hier und das hier reintun, weil das sah schön aus und wahrscheinlich werde ich nehme einfach mal. Warte mal, ich will mal erstmal gucken, Ach, was das das kann man ja gar hier. nicht ziehen. Ich nehme dieses Pseudo-3D-Texture-Pack hier. So, Zack. hier, genau. So, das hoch und das hoch. Mach mal Cool. erstmal, So, das fertig. heißt, hier kommt man runter So, und das kann jetzt eine runter, ganze Weile ja. dauern. Das hätte ich vielleicht am Anfang bedenken sollen, dass das eine Ewigkeit dauert, wie das hier lädt. Weil, naja, lädt ja. So, wir sehen ein interessantes Resource Pack und wir sehen, dass Metos das gleiche hat. Also zumindest sieht es so aus, wie als hätte er das gleiche. Und das sieht richtig. Oh, die Schienen sehen richtig nice aus. Schienen? Also, die sehen wirklich schön aus. Die Antriebsschienen, die sehen richtig. Die Okay. Antriebsschienen aus. Allerdings sieht der Cobblestone hier relativ eklig aus. Das sieht aus wie Küchenfliesen. Ich weiß ja nicht, was für ein Resource Pack du da hast. Das nennt sich Pseudo-3D. Pseudo 3D, okay. Du hast vergessen, dass man hier auch noch hoch muss, ne? Bitte was? Wie? Oh! Richtig. Oh, danke, Yama. So, jetzt So, muss das finde da. ich schon mal sehr schön und scheint auch zu funktionieren alles. Das heißt, die So. Folge werde ich das benutzen und ich schreibe mir mal in meine schöne Soll ich mir Datei eigentlich auf, dass ich mir. öfters Ach, durchsuchen? Quark, ich habe ja gar keinen Download-Link. Ich benutze hier den Gauss Launcher und Metos, du hast hier die Decke bitte eigentlich eng kalkuliert. Nein, ich mach das gleich noch. Ich mach das gleich noch. Na, mach du mit der Treppe mal Da. was Schönes. So. Warum steht hier ein wildes Crafting Table? Lass bitte da stehen noch. Brauche ich vielleicht noch. Verrottetes Fleisch sieht interessant aus. So. So. Das machen wir Mach hier. mal das mal aus und gucken uns mal alle Blöcke an. Okay. Gut. So, das war's Die ja. gehen wir Minecraft hoch. ist ja recht Das heißt, sporadisch. hier komme Und ich die gar wieder nicht mehr an. hoch, weil das da stört. Genau. Das da weg. Das da weg. Dass wir hier dann sauber hochkommen. Und hier setze ich erstmal Koppel rein. Das kann man ja hinterher noch anders machen. Nur dass wir hier nicht durcheinander kommen jetzt. Überall Küchenfliesen. Also So, oh, hier passt es noch komische nicht. Küchenfliesen. Genau. Oh Gott, sind hier viele Creeper. Ach du Scheiße. Die können doch nichts dafür. Gott. Rose, hast du da nebenbei noch was laufen? Weil irgendwie. Ich glaube, das ist ein Bug, den habe ich schon häufiger bei TeamSpeak-Usern gehabt. Was Ein war Bug? denn? Und zwar wird bei Rose irgendwelches arabisches oder sonst irgendwas Fernsehen im Hintergrund Ja, ach, abgespielt. ist das schon wieder. Ich weiß nie, ob das irgendwie da ist. Es ist einfach so. Es ist vom TeamSpeak. Rose, Ich weiß warum nicht, was machst du das ist. das? Ich weiß nicht, was das ist. Es ist von TeamSpeak. Ich habe TeamSpeak schon 100 Mal neu installiert. Es ist von TeamSpeak. Irgendwas. Da machst du wahrscheinlich irgendwas grob falsch. Das ist echt hart. Ich habe eine Art Vermutung, was es sein könnte. Das werde ich mit dir nach der Aufnahme mal durchgehen, aber Ich habe mein Virenprogramm durchlaufen lassen, es ist kein Virus oder so. Ich habe Nein! TeamSpeak neu installiert, keine Ahnung, was das ist. Ja, Das siehst du auch meine schon ich so. nicht. Ja echt hart. Ja, und das Also auf kommt jeden hin und Fall ist wieder das nicht vor, normal. dass das halt ist. Jetzt ist es gerade zufällig während der Aufnahme, alles klar.
Aloha. Ich weiß nicht, dürfen wir das dann überhaupt ausstrahlen? Oder vielleicht sagen die irgendwelche verbotenen Sachen? Ich meine, wir könnten es ja nicht wissen. Das machen wir nochmal auf hier. Metos, mit Verlaub, das sieht arg unschön aus. Jetzt warte doch mal, ich bin ja noch gar nicht fertig. Ich will ja noch ein bisschen... nicht warten, ich bin hier meilenweit von allen anderen weg. Du bist der Einzige, mit dem ich hier halbwegs irgendwie Kontakt. So, also. Und ich meine, ey, so langsam fühle ich mich schon ein bisschen einsam. Du fühlst dich einsam bei mir? Ja. Ach nee. Da bin ich immer noch unter Du bist die ganze Zeit dabei, die gleichen drei Blöcke ab und abzubauen und wieder hinzusetzen. Ja, ne, das ist hart, ich weiß. Bei Rose, die Dias, die du gefarmt hast, ne? Ja. Brauchtest du die für irgendwas oder kann man die nutzen? Welche, die in meinem Raum? Ja, mich würde mal interessieren, wenn Rose Dauersenden anhaben würde. Nice, weil ich muss meine Rüstung unbedingt mal reparieren. Also wenn einer Arabisch kann, ne, sag mal, was die da sagen. Das gefällt mir nicht. Also Arabisch, nicht. Ist das eine Sprache das oder heißt das auch wieder, weil ich meine Arabisch... Soll ich mal Dauersenden kurz anmachen, dann hört ihr es besser. Nein, bitte nicht. Wollen wir nicht haben. Am Ende sagen die irgendwelche dummen Sachen und dann kriegen wir hier noch Ärger. So, nee. Aber ich meine so ein paar Wortfetzen, wenn es überhaupt Arabisch ist, das kann ja auch irgendwie südvietnamesisch oder so ein Spaß sein. Oder die IS nutzt das irgendwie, um zu kommunizieren. So. Ja, was das ist. Wohl, eine Fernsehsendung machen die vermutlich nicht. Glaube ich auch nicht. So, das machen wir. Warte mal, woher wollt ihr denn wissen, dass es Fernsehen ist? Weil wir hören es ja nur, oder ändert sich Roses Avatar-Bild jetzt irgendwie jede Sekunde? Nein, weil wir das schon mal hatten, das Problem. Ja, aber es muss doch kein Fernsehen sein. Dort, es ist eine Sendung, es hört sich wie eine Sendung an. Es gibt auch Radiosendungen. Oh, scheiße, jetzt ist die Kuh hier rausgekommen. Es gibt immer komischere Sachen auf jeden Fall. So, und, Metos, also, nee. Erklär mir das dann aber nach der Aufnahme. Die Fackel sieht ja mal nice aus. Keine Struktur, die Fackel ist ja kein... nice. Irgendwie muss ich das anders machen. Guck mal, kann ich von Metos... Mach mal das Thema weg, den ganzen Quatsch. ...die Update, weil ich meine, wir sind ja hier nur zu zweit, da kann ich ja mal 30 Frames pro Sekunde machen. Ja, gut. So, das verwechselt ihr auch immer die Seiten beim Eingang, wenn ihr zum Beispiel entweder zur Kuhfarm wollt oder zur Sortiermaschine, dass ihr genau vor euch kommt? Ja, wer könntest du da mal bitte irgendwie machen, dass man, wenn man zum Sortiersystem will, da irgendwie so ein Wegleitsystem hat? Da sind eigentlich Schilder. Ja, toll. Okay. Hier ist die Säule. Die sind aber erst hinter der Ecke. Ich würde gerne runtergehen lassen. Aber da taucht nicht. Ja, aber nicht dann machst hin. Du das doch. Da ich bin hier bei Metos, ich kann das nicht. Das heißt, da darf ich nicht weiter? Und hier soll ja hinterher so eine Pistendor sein. Und dann, wie komme ich denn jetzt da hoch? Im Moment noch gar nicht. Ja, so geht's natürlich auch. Hallo Creeper. Also das wäre die Säule sozusagen hier. Das hier. Eigentlich tut's mir ja immer fast ein bisschen leid, wenn ich einen Creeper tot machen muss. Kommt man da runter. Bis hierhin geht die Schiene. Allerdings die Fische. Die Schiene kann man ja natürlich ein bisschen weiter zurücksetzen. Absolut eklig aus. Also, dann machen wir da den Stoppblock. So unschön. So ganz sehr unschön. So, jetzt muss ich überlegen. Also, das ist Quatsch hier. Das sieht völlig blöd aus. Ist gerade einer irgendwo beim Pistenhaus? Und kann mir Koordinaten sagen? Zufällig nicht, aber das ist doch eine folgende Aufnahme schon. 0-0, alles klar. Und dann siehst du, kommst du entweder halt zum Spawn vorbei oder schon am Pistenhaus. Meistens kommst du dann sowieso beim Pistenhaus vorbei. Siehst du ja am Beacon. Den Beacon sehe ich nicht. Oh, Diamanten. Da so hin. Dann, also bis hier ist noch gut. Rose, kannst du nachvollziehen, dass es mir etwas missfällt, wenn du hier irgendwelche arabischen Radioprogramme durchstrahlst? Entschuldigung, ich finde das ja nicht eigentlich. Das ist ja ein Teamspeed, ne? Hast du auch andere Virenschütze drüber rumlaufen lassen, als dein, den du immer benutzt. Saxophon hat gerade gespielt. Und jetzt ein Klopfen. Ja, das passiert öfters mal. Da kann ich nichts hören und auch nicht ändern. Achso, bei dir klopft es. Okay. Ja, natürlich. Also ich glaube, das Klopfen wäre ein bisschen laut gewesen plötzlich. Warum soll da jemand gegen das Radio klopfen? Ja, ich hätte mich auch gewundert. So, dann machen wir hier. 42 Dias. So. Hey. Dann hier. Die Fackeln sind nice. Bei mir sowieso vermutlich gar nicht.
Warte mal, ich habe doch die Schrift geändert. Ich schreibe mal was. Hallo, Werkzeug. So, da kommen wir runter dann. So, da hier kann man hoch dann. Oh, die Schrift ist ja schön. Das soll das so sein. So. Oh, und ich muss das ausmachen, weil sonst flickert es ja. Das hier muss weg. Oh, die Schrift ist ja schön. Gar nicht. Die ist gar nicht so richtig aufgefallen, aber sie ist schön. So. Genau. Weiß gar nicht, sind die Partner. So, hier die Wände, die müssen wir natürlich dann auch ein bisschen auskleiden mit anderem Material. Ja. Das ist immer so, dass man hier nicht runterfällt. Gut. Also ich mag Wendeltreppen in Minecraft nicht. Die sind so, da muss ich ständig drehen. Nö, musst du nicht. Kannst ja auch gucken, mal. Du kannst ja gucken, wie ich sehe hier. Hier, guck mal. Ach du Schreck! Hier ist ein. Die Slimes haben das Gesicht von so, vom Notch-Skin. Was? Au! Das würde ich zu gern gerade sehen. Okay, gut. Was hatte ich da für normales Holz? Guck mal, Metus, der springt auf mir drüber, also über mir drüber. So. Ich kann bei dir nicht gucken. So, okay. Ich will, dass das hier dann so normales Holz dann ist, aber. Aber. Oh! Au! Moment, Mensch. Ich hab doch. Ach, das hält ja hier auf. So. Ja, aber du hast hier zufällig eine Schaufel bei mir. Oh je, die Kleinen, die sehen ja arg aus. Ich meine, die Halbgroßen. Wie viele sind dann hier? Die Halbgroßen, die sehen. Da ist dann der manchmal der Notch-Skin, der Kopf davon. Ja, aber wieso Formel sind so viele einmal hier? Als grün, weil ich einen großen gehauen hab. Okay, gut. Die zerfallen aber, doch. Ja, ja. Ich will aber, gut, das muss weiter runter auf jeden Fall. So, das sollte da von unten zu sehen sein, genau. Damit ich nachher weiß, wo ich da weiter muss. Alles klar. Da machen wir auch Holz hin. Tongname, please. So. Nee, da nicht. Welche ist das? Ist das die alte Strecke hier? Ja, das ist die alte Strecke. Okay, da soll ja nur das Ding, naja, herfahren, da braucht ja keiner hin. Das heißt, hier ist das nicht so schlimm. So. Der war nicht gut. Vielleicht sollte ich es lassen. Das wäre gut, ja. Obwohl Metos findet, das ist schon mal ein Zeichen, dass ich es nicht lassen eigentlich sollte. Abnehmen, weil hier, wie gesagt, das sieht hinterher sowieso keiner. Das können wir abändern. Hallo, mein Freund. Hallo. So. Das sieht, die sehen bei mir alle aus wie irgendwelche bekannten Minecraft-Spieler. Echt? Ja. Ich wüsste nur gern welche, weil die meisten davon so irgendwelche amerikanischen oder so, schätze ich mal. Und da habe ich überhaupt keine Ahnung. Rose, hast du eigentlich in deiner Aufnahme dann komplett diese Typen da drin? Was? Weil wenn, dann liegt es nicht an TeamSpeak. Nein, in meinem, ich selbst höre das nicht, das hört nur ihr über Teamspeaker nicht. Nein, in deiner Aufnahme. Nein, in meiner Aufnahme ist sowas nicht. Ich hatte das schon mal, als ich irgendwann mal mit Pain aufgenommen habe. So? Lol. Dann. Das hört nur ihr über Teamspeak, wenn ich rede. Ja, und dann läuft irgendwelche Musik, also das müssen wir irgendwie auf jeden Fall wegkriegen. Ja, ich bekomme es aber selbst irgendwie nicht weg. Ich habe schon alles mögliche so, probiert, was mir gesagt worden ist irgendwie. Gut, dann kann ich hier. Weiß auch nicht, was das ist. Jo. Erst einmal muss ich, genau, da müsste die nächste Wand gehen, das heißt hier. Yama! Bitte! Was denn? Bitte aufhören. Wieso? Weil das grausam ist. Ja und? Ja, nicht ja und, nicht tun. Ja, natürlich na und. Das halte ich nicht aus. Da kann ich ja nichts für, wenn du nicht so abgehärtet genug bist. Mit mehr die Zuschauer leid als Metus, weil Metus ist ja eigentlich schon mehr Yama abgehärtet als manche der Zuschauer. Rose, ich kann das nicht rausfiltern, ne? Ja, das ist schlecht.
Wenn die da irgendwelche Lieder sehen, ich sag mal, heute ist ja auch nicht, warte mal, Sonntag, nee, Sonntag ist ja, die haben doch einen Freitag, glaube ich, als irgendwie so Tag, wo sie in ihr Gotteshaus gehen, Muslime, oder? Und ich weiß ja schon mal Arabisch und ich habe auch schon dreimal Allah verstanden. Aber die singen jetzt irgendwie, Rose, was sag mal, was treibst du denn? Seit wann ist denn das? Keine Ahnung. Echt hart. Nee, Pain, am Ende bist du das. Warum hast du ab dein Mikro aus? Es darf nur davon nicht zu viel durchkommen. Ich bezweifle, dass davon irgendwie GEMA oder irgendwie YouTube dann... Och, Rose. Ich bezweifle, dass die GEMA oder sowas da irgendwie Anstoß dran nimmt, zumal so 30 Sekunden mindestens sein müssen, bis der YouTube-Algorithmus das erkennt. Ja, wer weiß. Ich meine, GEMA. Ne? Das heißt... Die mischen sich irgendwie überall ein. Na, so schlimm ist das auch nicht. Ich hatte noch nie einen GEMA-Claim. Ja, du nicht. Du wohl? Ja. Ein ganz altes Video hatte ich mal. Da hast du aber nicht vorher geguckt, ob das Lied nicht von der GEMA geschützt ist. Habe ich dann gleich den nächsten Tag rausgenommen. Nein, hatte ich leider. Ich hatte damals ganz wenig Ahnung davon. Und na, dann bist du natürlich selber schuld. Ja, theoretisch schon, ja. Siehst du? Bin ich eigentlich selber schuld gewesen. Ich hätte mich vorher informieren müssen, das ist richtig. Aber die waren da noch relativ kulant, das heißt, ich habe da keine Anzeige gekriegt, allerdings unter der Voraussetzung, dass ich es direkt wieder entferne. Ne? Ich habe sowas noch nie gekriegt, obwohl ich eigentlich öfters Lieder zum Besten gebe und dann hinterher gucke, ob die GEMA geschützt sind. Vielleicht sollte ich die Reihenfolge umdrehen. So. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter in der nächsten Folge. Ich sage bis dahin und tschüss. Tschüss.